Alle Leute, willkommen an meiner Wenigkeit, der Sky. Willkommen zu diesem Unreal Engine 5 Auto Collision Video. Dieses Objekt, was ihr hier seht, ist cool, aber hat ein Problem. Dieses Objekt hat keine Collision. Das bedeutet, wenn ich das mal auf dem Boden platziere, das könnt ihr übrigens auf den Boden snappen, indem ihr da draufklickt und Ende drückt, also auf die Tastatur Ende. Wenn ich auf Play gehe, haben wir hier leider keine Collision, wie wir sehen können. Upp, wir können durchrennen. Wie können wir das beheben? Normalerweise ist es so, dass wenn du dieses Objekt importierst, dass dann direkt die Collision automatisch hinzugefügt wird. Du kannst sie selber erstellen oder, also im Blender kannst du die selber erstellen oder in Cinema 4D oder in 3ds Max. Oder du lässt das hier einfach auto-generieren. Autogeneration von, naja, Collision ist sehr, sehr genial und dann musst du es halt nicht im Blender machen. Bei solchen Objekten hier funktioniert es mega gut, bei solchen hier auch. Nur bei komplexeren Objekten, zum Beispiel, naja, Interiors von Gebäuden, Gebäuden, die aus einem Mesh bestehen zum Beispiel, funktioniert das wirklich sehr, sehr schlecht. Deswegen, wenn ihr hier solche kleineren Objekte habt, dann geht ihr einfach auf das jeweilige Objekt in eurem Content Browser, also so, einfach hier raussuchen. Dann haben wir hier unser Static Mesh, da mache ich einen Doppelklick drauf und hier öffnet sich jetzt der Static Mesh Editor von der Unreal Engine 5. Hier oben haben wir jetzt schon die Information, auf der linken Seite oben, Num Collision Primitives 0. Das ist nicht gut, weil das heißt, dass unser Mesh keine Collision hat. Alternativ können wir hier oben auch einfach auf Lid draufklicken und dann einfach hier auf Player Collision. Und dort sieht man gar nichts. Und das heißt, du hast keine Collision. Wie können wir jetzt Collision hinzufügen? Wir haben hier oben ein Tab oder einen Menüpunkt Collision. Da klicken wir drauf und hier klicken wir auf Auto Convex Collision. Alternativ können wir natürlich auch einfach eine Sphäre, eine Kapsel oder eine Box hinzufügen. Das würde dann so aussehen. Aber diese Box, die ist mir ein bisschen zu ungenau, weil wir haben ja hier auch Kanten, also entferne ich die wieder. Und jetzt klicken wir auf Collision und sagen Auto Convex Collision, denn hier erstellst du eine autogenerierte Collision mit nur einem Klick. Du kannst hier unten rechts jetzt einstellen, also generell kannst du es einstellen, wie detailliert das hier gemacht werden soll von der Collision. Ab einem gewissen Punkt würde ich euch eher empfehlen, im Blender die Collision zu machen, aber hier bei so einem simplen Objekt können wir einfach auf Apply draufklicken und tada, jetzt sehen wir das hier nochmal, ich klicke mal auf die Collision drauf. Hier haben wir ein Face, dann haben wir hier auf der anderen Seite das andere, also und hier seht ihr, wie das Ganze aufgebaut ist. Das ist eigentlich sehr, sehr entspannt und jetzt gucken wir mal, ob das wirklich auch gut ist und gut aussieht. Wir klicken also deswegen hier oben auf Lid, gehen auf Player Collision und so sieht jetzt gerade die Collision aus. Wenn das euch angezeigt wird, dann habt ihr ohne weiteres die Collision erstellt. Und hier oben können wir auch sehen, Num Collision Primitives 1. Wunderbar. Wir klicken oben links auf Save, schließen dieses Fenster, gehen in das Spiel rein und laufen jetzt beispielsweise ganz einfach durch dieses wunderbare Ding durch. Und nein, es geht nicht. Aber wir können da drauf auch nicht richtig rumjumpen, weil es einfach zu hoch ist. Aber wir sehen schon, dass wir da wegsliden. Und das ist wirklich cool. Also haben wir jetzt Collision. Alternativ können wir natürlich auch direkt beim Import die Collision hinzufügen. Dafür gehen wir in den Content Drawer oder Content Browser. Wir gehen auf Import und suchen uns jetzt das entsprechende Mesh raus. Es dauert bei mir jetzt ein bisschen, bis er die ganzen Sachen gelistet hat, weil ich unendlich viele Dateien in diesem Ordner drin habe. Und sobald wir das jetzt hier geladen bekommen haben, klicke ich auf irgendein 3D-Objekt, zum Beispiel meine SME37. Und hier können wir jetzt auswählen Generate Missing Collision. Wir machen hier einen Haken hin und sind damit schon fertig. Ich klicke jetzt auf Cancel, weil ich das nicht importieren will. Ich hoffe, euch hat das kleine kurze Video gefallen. Wenn ja, hinterlass gerne ein Like. Wenn du Fragen hast, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, ciao.